Kleine Küken sind mein absolutes Lieblingsmotiv zu Ostern. Ich zeig dir ein Küken mit buschigem Federnschwanz in einer Fimo-Eierschale. Für deine Eierschale brauchst du ein ausgeblasenes Ei. Dazu nimmst du dir ein Ei, bei Fimo dürfen es auch braune Eier sein, und einen Eierpiekser. Mit dem Eierpiekser machst du in dein Ei nun zwei Löcher hinein, an jedem Ende eins. Dann nimmst du dir einen Schaschlikspieß und stichst einmal in dein Ei. Und dann musst du einmal kräftig pusten. Für dein Fimo-Ei nimmst du dir dein ausgeblasenes Ei und eine Fimo-Farbe. Ich verwende Magenta. Ich rolle die Farbe Magenta auf Stufe 5 der Pastamaschine aus. Ich nehme nun die Fimo-Farbe Magenta und packe mein Ei damit ein. Vorne lasse ich ein kleines Loch, dies belege ich nicht mit Fimo Magenta. Nach dem Einpacken sollte dein Ei so aussehen. Ich schneide jetzt vorne ein größeres Loch in mein Fimo. So sieht mein Ei nun aus. Ich schlage nun vorne das Ei ein. Jetzt breche ich die Schalen aus dem Ei. Ich entferne die Schalen, bis das Loch groß genug ist für meine Figur. Mein Ei sieht jetzt so aus. Nun schneide ich entlang der Schale. So bekommt mein Ei ein Zickzackmuster. Für den Fuß rolle ich die Farbe Magenta auf Stufe 3 aus. Weiter geht es mit dem Boden, den ich auf Stufe 3 ausgerollt habe. Ich steche aus eine Blüte und vier Herzen. Meinen Boden setze ich aus den vier Herzen und der Blüte zusammen. Oben drücke ich ein Loch ein, dann setze ich mein Ei auf. Das Ganze sieht dann so aus. Anschließend verziere ich die Blütenblätter mit Hilfe des Dotting-Tools. In der Mitte drücke ich einen Punkt ein, dort setze ich meinen gelben Blütenstempel ein. Meine kleinen Blüten setze ich nun auf das Ei auf. Ich verteile diese rundherum um die Öffnung. Anschließend backe ich mein Ei. Ich gebe mein Ei bei 110 Grad 30 Minuten in den Backofen. Nach dem Backen sieht mein Ei nun so aus. Um die Flecken innen zu überdecken, nehme ich Deckweiß und etwas Wasser und pinsele mein Ei innen einmal komplett aus. Für den Kükenkörper mische ich die Fimo-Farben Gelb und Weiß. Für den Kükenkörper nehme ich mir ein großes Stück meines Fimo-Gelb-Weiß-Gemisches. Das Stück forme ich zu einem Tropfen. Die hintere Spitze des Tropfens biege ich leicht nach oben. Fertig ist der Kükenkörper. Ich nehme nun ein kleineres Stück Fimo-Weiß-Gelb-Gemisch und forme meine Augen. Zuerst nehme ich ein großes Dotting-Tool und drücke zwei Löcher ein. Dann wechsle ich auf ein kleineres Dotting-Tool und setze nun Löcher in den Löchern. Über die Löcher habe ich Augenbrauen angebracht. In die Löcher setze ich nun die Augen ein. Ich beginne mit Fimo-Schwarz. Auf Fimo Schwarz setze ich ein weißes Highlight. Aus Fimo Orange setze ich dem Küken einen Schnabel auf. Dazu habe ich eine Raute ausgeschnitten, diese in der Mitte zusammengelegt und drücke sie nun zwischen den Augen an. Ich baue den Kükenkörper zusammen. In den Körper stecke ich ein kleines Stückchen Draht. Auf den Draht setze ich nun den Kükenkopf. Für die Kükenflügel nehme ich mir zwei gleich große gelbe Kugeln. Dann modelliere ich daraus die Flügel. Einer meiner Flügel ist 1,5 cm groß. Die beiden Flügel klebe ich an den Seiten des Kükens an. Jetzt ist der Grundkörper fertig. Nun fehlen nur noch die Füße. Für die Kükenfüße verwende ich Orange und Gelb. Aus Orange schneide ich mir im Zickzack die Zehen aus. Das Gelb ist einfach nach hinten zugespitzt. Zuerst nehme ich das gelbe Bein und klebe dies unten am Küken an.
Auf das Ende vorne setze ich nun meinen orangen Fuß auf. Für den Hut mische ich die Fimo-Farben Weiß und Grün. Meine Farbmischung rolle ich auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Nach der Schablone übertrage ich den Hut auf mein dünn ausgerolltes Fimo, dann schneide ich ihn aus. Ich setze dem Küken nun zuerst meine gerade ausgeschnittene Schablone auf, die Hutkrempe. Das Loch hinten schließe ich mit einem flach gedrückten Kreis. Fertig ist das Grundgerüst des Hutes. Für das Hutband nehme ich die Farben Weiß und Magenta. Meine Farbmischung rolle ich auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Aus meiner Farbmischung schneide ich einen langen, dünnen Streifen Fimo aus. Ich lege nun das Hutband um mein Küken. Die Enden habe ich spitz zugeschnitten. Die beiden Bandteile lasse ich an den Seiten des Kükens überlappen. Darauf setze ich nun meine Schleife. Zuerst die beiden Schleifenteile, dann das Mittelstück. Dann ist das Hutband auch schon fertig. Den Hut verziere ich nun wie die Eierschalen auch mit kleinen Blüten. Diese setze ich auf den Hut und leicht über die Krempe. Für den Kükenschwanz nehme ich mir einen kleinen Federbusch. Dann setze ich hinten in den Schwanz ein kleines Loch. In das Loch arbeite ich nun die Federn ein, dann verschließe ich das Loch. Anschließend wird das Küken gebacken bei 110 Grad 30 Minuten im Backofen. In das fertige Ei habe ich nun noch etwas grünen Naturbast hineingeschnitten. Dann kannst du jetzt dein Häschen oder das kleine Küken in das Ei setzen. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!